werden angezählt vom Ringrichter. Oh, hat sogar schon bis 9 gezählt. Ivan ist wieder auf den Beinen. Aber jetzt kassiert er Vorhand von Kim Ray. Schlagabtausch der beiden Kontrahenten. Uppercut hier von Kim Ray und Uppercut von Ivan Kiev. Oh, absolut offener Schlagabtausch. Hier hat keiner mehr eine Deckung. Und wieder eine Trittserie von Kim Ray. Oh, schön. Schöner Back-Suplex von Kim Ray. 1, 2. Nur bis 2. Nur bis 2. Ja, und wie Kim Ray sich hier immer wieder hochpusht. Holt sich auch wieder die Unterstützung hier des Publikums. Und das steht komplett hinter dem Newcomer. Ein schöner Kick in den Magen. Vorarm. Oh, angetäuschter Tritt. Dafür eine Trittkombination jetzt. Und er will das Match jetzt beenden, so wie das aussieht. Oh, aber da ist Ivan Kiev noch nicht bereit für. Er kämpft sich noch zurück. Wird hochgehoben. Weicht aus und... Oh, krachender Trust Kick. Und was für einer. Nimmt Anlauf. Schöner Neckbreaker von Ivan Kiev. Ah, Kim Ray liegt ja sichtlich angeschlagen am Boden. Das Cover 2. Nur bis 2. Aber das war haarscharf. Ganz knapp daneben. Ivan Kiev kann das auch nicht verstehen. Er sagt hier, Mensch, das war doch bis 3. Jetzt diskutiert er mit dem Publikum. Ja, das hilft auch nicht wirklich weiter. Die Entscheidung wird vom Ringrichter getroffen. Und er hat die Entscheidung getroffen. Und das war nur bis 2. Ah, Hafenhelzen-Ansatz. Aber Kim Ray rettet sich im Seil, schüttelt Ivan dadurch ab. Oh. Jetzt geht Ivan aber wieder ran mit krachenden Forms. Nimmt Anlauf. Oh. Ivan wird aufs Apron geschickt. Kim Ray kommt an. Oh, und rennt in den Kick. Aber ein sehr, sehr hoher Kick. Sehr hoch ausgeführt hier von Ivan Kiev. Aber Kim Ray kontert hier gleich mit Schlägen an den Kopf. Ivan Kiev wollte aufs oberste Seil. Jetzt geht Kim Ray seinerseits aufs Seil. Beide bearbeiten sich hier. Oh, schöner Vorarm von Ivan Kiev. Schöner Ellbogen an den Kopf. Und jetzt gibt es den Picture Perfect Top Rope Elbow Drop von Ivan Kiev. Das muss es sein. Aber sehr. 1, 2. Oh, nur bis 2. Ja, aber gut, so locker wie das Cover war, ist das auch kein Wunder. Ja, und das, da ist Ivan Kiev auch sichtlich sauer drüber. Aber eigentlich sollte er sich über sich selber ärgern. Oh, Kim Ray schreit ihn an: Gib mir mehr, ich will mehr. Das ist dieser Kämpferinstinkt, den er sich in Japan angeeignet hat. Niemals aufgeben. Und da ist er wieder. Oh, jetzt die Kram in Form. Back Elbow. Back Elbow, Front Elbow von Kim Ray. Der nimmt Anlauf. Und Big Boot. Ganz großes Kino hier von Kim Ray. Fantastische Schlagkombination. Jetzt das Cover. 1, 2. Auch nur bis 2. Das hätte es durchaus schon sein können. Also wirklich fantastische Schlagkombination hier. Technisch sehr sauber, sehr super ausgeführt. Oh, der Ansatz zum T-Bone Suplex. Aber Ivan Kiev weicht zum 4. Mal am heutigen Abend aus. Vorarm. Prügeln sich hier in der Mitte des Rings. Vorarm hier von Kim Ray. Ivan Kiev ist schon am Wanken. Oh, Schlag. Kim Ray weicht den Kick aus. Jetzt selber ein Kick in den Magen. Oh.
Half Nelson Buster von Ivan Kiev. Und das Cover. 1, 2 und 3. Das war der Raindrop und das war der Sieg für Ivan Kiev. Das waren wirklich schnelle, präzise Schlag- und Trittkombinationen hier am Ende des Kampfes. Da kann man gar nicht schnell genug zu kommentieren, wie hier die Tritte passieren. Es war eine sehr hohe Kick hier versucht von Kim Ray, dem Ivan Kiev ausgewichen ist und hat seinerseits dann gekontert. Das war ein absolut, absolut, absolut guter Kampf und das zeigt auch, dass Ivan Kiev nicht bereit ist, in irgendeiner Art und Weise zurückzustecken. Der will schließlich auch seine Chance haben, irgendwann ganz oben an der Spitze zu stehen. Deswegen ist ja Rain da. Sie wollen die MWA übernehmen. Und man muss ganz ehrlich sein, Kim Ray hat eine sehr, sehr überzeugende Leistung gebracht. Und ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn in der Mad Wrestling Association bewundern können. Das denke ich auch. Also obwohl er zwar verloren hat, aber er muss natürlich auch seine Gegner erstmal kennenlernen. Und gegen eine Rain-Gruppierung alleine anzutreten, ist natürlich auch nicht so einfach. Aber er hat sich sehr super geschlagen hier im Kampf, hat also wirklich ein hochkarätiges Match geliefert. Hat sehr viel gelernt in den asiatischen Ländern, was jetzt die Trittkombinationen betrifft. Ja, also wirklich sehr fantastisch. So, wir haben jetzt noch 2 Lose übrig, was die Sache ungemein spannend macht. Leon! 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 Leon kommt noch später. Das vorletzte Match des heutigen Abends. Frauen! Zuerst aus Bremen. Mit einem Kampfgewicht von 105 Kilogramm, bei einer Körpergröße von 1,77 Meter. Hier ist Dennis Brozinski. Dennis Brozinski kehrt zurück nach Verletzung in die Mad Wrestling Association. Und mit einer neuen Entrance-Musik, so wie sich das anhört. Ja, Dennis Brozinski, der Bruiser aus Bremen, ist wieder zurück. Es hat lange, lange gedauert. Bei der letzten Veranstaltung hat er sich am Knöchel verletzt bei seinem Kampf gegen Salsa Kid Rambo. Jetzt ist er endlich wieder da. Und die Zuschauer, zumindest die aus Lübeck, die ihn kennen, scheinen ihn nicht vergessen zu haben. Und auch die neuen Zuschauer, die hier in Eutin dazugekommen sind, die scheinen natürlich ihn genauso zu bejubeln wie die Lübecker. Ja, sieht auch sehr fit und hochmotiviert aus. Das lässt natürlich hoffen. Oh, da zeigt er hier erstmal nochmal seine Fitness. Hochmotiviert und offensichtlich mit neuem Tattoo am Arm. Zumindest meine ich das so zu erkennen. Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir mal schauen, wer sein Gegner ist, aber bleibt eigentlich ja nur noch ein Kämpfer übrig. Genau, aber das muss ja auch richtig gehen. Das ist wie bei einer Pokalauslosung, man muss immer auf das Letzte losziehen. Und sein Gegner kommt aus Istanbul in der Türkei. Mit einem Kampfgewicht von 95 Kilogramm, bei einer Körpergröße von 1,80 Meter. Hier ist Cem Kaplan. Ja, Cem Kaplan, ein weiteres Mitglied von The Rain. Ja, der Fitnessguru von Rain hat jetzt auch seinen Kampf. Und da kann man natürlich gespannt sein, mit wem er jetzt zum Ring kommt. Danke, dass du mir die Worte wegnimmst. Genau das wollte ich auch sagen. Ja. Mit Ivan Kiev. Wieder kein Tim Suxdorf dabei. Ja, wie gesagt, also der hat natürlich 2 Kämpfe hinter sich. Also da denke ich mal, sollte man auch schon Verständnis für haben, dass er natürlich sich da jetzt ein bisschen erholt. Also es mag sein, dass ich mich jetzt vielleicht irre, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, seit dem 2. April, als Cem Kaplan das letzte Mal in der MBA war, hat er, was Muskelmasse betrifft, doch schon einiges zugelegt. Oder täusche ich mich da? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das ist eben der Grund, warum er der Fitnessguru von Rain ist. Dieser Mann hat einen
sehr, 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 sehr beeindruckenden Körper, sehr, sehr viel Kraft und das zeigt er hier auch den Zuschauern. Ja, und das kommt offensichtlich bei den Zuschauern jetzt nicht allzu gut an. Gut, wenn man sich die Zuschauer im Publikum ansieht, dann ist es auch nicht verwunderlich. Aber meinst du jetzt, das ist Neid? Ja, natürlich ist es Neid. Ach so. Glaube ich zumindest. Tja, zurück zum Match. Dennis Brosinski gegen Cem Kaplan und Ivan Kiev ist mit am Ring. Ja, und das heißt, Ivan Kiev kommt direkt im Anschluss an seinen Kampf mit heraus. Exis Parker bleibt offensichtlich hinten und Tim Sukstoff auch. So, die Kämpfer sind bereit. Dennis Brosinski in seinem Rückkehrerkampf aus der Verletzung. Cem Kaplan in seinem ersten Einzelkampf in der Mad Wrestling Association. Da bin ich gespannt, was die beiden uns zeigen werden. Ja, und Ivan Kiev hat sich im Publikum einen Platz gesucht. Ah, hier der erste Lock-up. Ja. Also wenn man sich mal so die Oberkörperumfänge anschaut, hier von Cem Kaplan und Dennis Brosinski, könnte man fast denken, die Kraft ist doch ausgeglichen. Ja, die Kraft ist auf jeden Fall ausgeglichen. Mhm. Alles andere ist eine andere Geschichte. Ja, das sieht man hier auch im Lock-up. Also doch schon ähnliche Kraft hier. Dennis Brosinski wischt sich die Hände ab. Cem Kaplan aber auch gut. Sind beide eingeölt oder schon durchgeschwitzt. Jedenfalls glänzen die Oberkörper. Nur gut, wenn sie so schnell durchgeschwitzt sind, dann ist da irgendwas schiefgelaufen? Aber jetzt die Kraftprobe. Cem Kaplan will es natürlich wissen. Er will die absolute Nummer 1 in der Kraft sein. Ja, dann ist es ab Dennis Brosinski so ein bisschen zögerlich. Aber jetzt kommen wir zur Kraftprobe. Dann bin ich auch mal gespannt, wer hier so die Oberhand gewinnen wird. Es ist tatsächlich Dennis Brosinski, der hier die Oberhand gewinnt. Aber Cem Kaplan kommt hier zurück. Und wieder zurückkommt. Was für gewaltige Oberarme. Oh, da drückt der Dennis Brosinski nach unten, aber der kämpft sich wieder zurück. Ja, der holt sich jetzt die Unterstützung des Publikums. Das hat natürlich auch viel mit Motivation zu tun, mit der Energie. Kick in den Magen von Cem Kaplan. Oh, schöner Slam hier von Kaplan. Jetzt mit dem Chokehold, wenn ich das richtig sehe, versucht er ihm natürlich die Luft zu nehmen. Jetzt der Side Headlock. Ja, technisch sehr gut ausgeführt hier von Cem Kaplan. Gleich dem Gegner von vornherein die Luft rauben, also auch taktisch sehr gut überlegt. Ah, schönes Konter hier von Dennis Brosinski. Ah, jetzt kommt Brosinski mit dem Side Headlock. Ja, aber der ist doch auch ganz gut ausgeführt. Aber Cem Kaplan kontert hier. Schulterblock. Aber da sehen wir auch wieder, Kraft und Masse ist doch ausgeglichen zwischen den beiden. Ja, nur die Sympathien liegen auf der Seite von Dennis Brosinski. Der nimmt erneut Anlauf. Kaplan weicht aus. Nochmal ausgewichen. Also zum Hip-Toss. Brosinski kontert. Hip-Toss von Dennis Brosinski. Und noch einer hinterher. Oh, Atomic Drop hier von Dennis Brosinski. Nimmt Anlauf. Und Cem Kaplan muss den Ring verlassen. Ja, da kommt auch Ivan Kiev gleich angerannt. Ja, und fängt ja auch gleich an zu diskutieren mit dem Ringrichter. Der sagt ja tatsächlich, das war unfair. Da war doch überhaupt nichts unfair. Nur gut, er hat ja nicht alles mitgekriegt. Er saß ja im Publikum. Vielleicht hat er nicht ganz darauf geachtet. Ich kann das aus seiner Verhandlungsposition heraus schon verstehen, dass er sagt, es ist unfair. Allerdings sollte er sich lieber auf den Kampf und nicht auf das Publikum konzentrieren. Auch wenn er natürlich nicht kämpft, aber er begleitet immerhin Cem Kaplan zu bringen, der jetzt mit einem Snap-Suplex zu Boden befördert wird. Brosinski setzt richtig Feuer im Hintern. Ja, der setzt gleich hier nach.
und klettert hier aufs oberste Seil.